Guck mal, das wird zuerst gebaut. Dankeschön. Self-sufficiency reached. Heißt, wir sind jetzt unabhängig von anderen. Wir haben Energie, wir haben Wasser, wir haben Sauerstoff und wir haben auch jetzt Metall plus Nahrungsmittel und Abfallprodukte von Nahrungsmitteln. Und der düpselt da hinten so ein bisschen durch die Gegend. So, und das ist, finde ich, am wichtigsten noch, weil wenn hier... Was ist jetzt los? Ach, komm schon. Ein Meteorit hat den Biodom getroffen. Du machst mich jetzt aber voll ins Fech, oder? Ach Gott. Ach, zwei mit Quicksilver. Ich wollte eigentlich das hier machen. Au, komm schon. Das ist jetzt das, was ich nicht gut finde. Ganz gar nicht so gut sogar. Sechs Leute nur noch. Ja, da wäre ich jetzt aber auch traurig, du. Da wäre ich jetzt auch traurig. Können wir vielleicht... Ja, da kein Spinbild. Wunderbar. Können wir vielleicht dann ein Landepad jetzt schon bauen? Ich wollte es eigentlich nicht machen. Ich wollte nicht so früh schon andere Leute hier haben bei mir, aber... Anscheinend geht's ja nicht anders. Dann recyceln wir nochmal. Denn ohne andere Leute wird unsere Kolonie ziemlich bald hinüber sein. So, kann man es machen. Dann können wir im Notfall hier noch weitere Abzweigungen hier rüber machen. Ach Gott, und jetzt gerade nachdem das hier passiert ist. Das ist nicht gut. Wir haben kein Wasser drin. Kein Sauerstoff rein, gar nichts. Es ist einfach nur alles im Weg. Ah. Okay, Leute. Wir hoffen einfach mal, dass irgendwas Gutes da mit dabei ist. Weil Nahrung wäre eigentlich recht gut. Nahrung wäre vorteilhaft. Ihr habt aber schon was, oder? Ja, okay, gut. Ich wollte gerade sagen, wenn der Wasserkonverter auch noch kaputt wäre, dann hätten wir ein ernstzunehmendes Problem. Wer ist eigentlich draufgegangen? Wenn ich das mal kurz... wissen durfte. Ich glaube, einer unserer Biologen und Ingenieure ist draufgegangen. Eines von beiden war es. Status, wir sind ziemlich arm. Ja, das sind wir wirklich. Wir können so gut wie nichts machen. Power Storage ist low. Was? Moment, warum? Ah, weil Nacht war schon wieder. Ah, goddammit. Okay, haben wir die Möglichkeit... Also ich muss erst mal... Lass mal wieder schweißen. Achso, Landing Permissions. Jetzt können wir nämlich sagen, nachdem wir unser Pad haben, wer eigentlich überhaupt bei uns landen darf. Wir sagen Kolonisten und Händler gleichermaßen. Wir können beides gut gebrauchen. Das höchste, was wir brauchen, ist Arbeiter, Biologen, weniger. Können wir noch kurz zeigen. Ingenieure danach und danach Mediziner. Structure out of power. Das glaube ich jetzt gerade weniger. Warten nur ab, bis das ganze Ding mal soweit voll ist. Struktur 2 ist aus dem Betrieb. Und zack, jetzt haben wir wieder Strom für alles. Na komm, Landestation auch wieder da, fertig. Ah, Gott. Dann Leute, holt mir mal ein bisschen Metall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, mir fehlt an sich ein Metallklotz gerade. Oh, komm schon. Das ist gerade weniger schön. Ein einziger Metallklotz fehlt mir. Könnt ihr das produzieren eventuell? Oh Gott, da ist schon wieder der nächste. Oder könnt ihr eventuell noch ein paar Leute kommen? Wäre auch toll. Bräuchte vielleicht noch einen weiteren Botaniker hier. Weil der eine, der wird es auf lange Sicht nicht schaffen, alle versorgen zu können. Oh Mann. Oh Mann. Also das hätte ich mir jetzt auch wesentlich schöner vorgestellt. Muss ich vielleicht doch ein bisschen nach oben kommen? Ja, wir sind noch arm. Wir sind nur noch arm. Wir sind nicht ganz arm, sondern einfach nur noch arm. Oh Gott, Dankeschön. Hat das ein Händler wieder? Händler habe ich jetzt eigentlich weniger gebraucht. Was hat er denn alles für uns? Ein Bohrroboter. Na, wir haben aber kein Geld dafür. Geld haben sie das mal. Sie haben immer die tollsten Sachen, die man sich vorstellen kann, aber... Oh, warte mal. 1, 2,
5. Okay, Drillroboter, schauen wir mal, ob wir den bekommen. Vielleicht nochmal hier, 16, okay. Kommen wir für den Stahlbahn noch dazu? Nicht, verdammt. Dann möchte ich aber etwas Geld von dir haben. Weil so ein Minenroboter ist was wert auf jeden Fall. Wir geben es als Spareparts her und medizinische Unterstützung, aber das kriegen wir alles wieder hin. Um das vielleicht noch zu sagen, medizinische Unterstützung braucht man, das kommt alles nach und nach, alles immer wieder, braucht man, um Leute heilen zu können. Und Spareparts sind eigentlich nur Ersatzteile. Heißt, mit der Zeit gehen die Sachen auch kaputt und die muss man auf Dauer reparieren. Ist jetzt am Anfang noch nicht so schlimm. Trade, dankeschön. Das ist noch gerade verkraftbar, aber wenn wir so einen Minenarbeiter haben, der hier die ganze Zeit reinbohrt, habe ich nichts dagegen. Überhaupt nichts dagegen sogar. Denn unsere Arbeiter können das Erz nämlich weiterverarbeiten. Das ist genau das, was ich brauche. Dann tut alles da rein, alles da rein. Das passt schon soweit. Ja, wir haben nur einen einzigen Biologen. Das ist nicht gut. Da wir nur einen haben. Bräuchten wir eigentlich mehr. Pending, na komm, noch drei Sachen hier reinpumpen. Und noch eins reinpumpen. Und wir haben einen kleinen Drillroboter. Den DR-Drillbot. Oh ja. Wunderbar. Das sieht interessant sogar aus. Und unser Carrierbot ist kaputt. Verdammt. Könnte einer der Mechaniker bitte dorthin gehen und ihn reparieren? Das wäre gar super. So. Heute brauchen wir jetzt nichts mehr. Davon haben wir jetzt gerade genug schon. Genau. Essensvorräte reinbringen. Das könnt ihr meinetwegen machen. Und der Roboter ist verdammt schnell unterwegs. Muss man gestehen. Ach Gott. Das habe ich jetzt schon mal die ganze Zeit vergeblich gesucht. Ach Gott, ja, hier überall kriegt gerade gar nichts voran. Das müsste man eigentlich auch machen. Kein guter Start, muss ich gestehen. Das war das letzte Mal schon besser. Ich könnte auch das jetzt abreißen wieder, aber ich möchte einfach ein Lagerhaus haben. Problem ist nämlich, wenn das Essen hier einfach nur rumliegt, nicht verarbeitet werden kann. Ah, das ist böse. Dann geht nämlich das Essen kaputt. Was? Hostel ist low. Oh Gott, stimmt. Ich habe vergessen, nachts brauche ich noch eine... ich brauche meine zweite Energiequelle eigentlich. Windkrafträder. Verdammt, noch eins. Eventuell... das hier. Und... den verbunden. Und hoffentlich so schnell wie irgendwie möglich... wenn uns der Saft ausgeht. Ja, es geht uns der Saft aus. Gut. Okay, das Lager muss wahrscheinlich doch noch ein bisschen warten. So, bitteschön. Ja, Baumaterial, nutzt sie. Ich bitte euch, nutzt sie. Hilfe? Dann wird es halt noch nichts mit dem Lager. Kann aber auch nicht alles haben. Und ich glaube, ich brauche auch eine zweite Batterie. Dang it. Eine riesige Batterie vielleicht sogar. So, zwischendrin eine Batterie. Warum nicht? Und zum hier was bauen, hier was bauen. Haben wir unser ganzes Zeug so ein bisschen verteilt überall. Kann man ja auch nichts gegen sagen. So, und ich bitte euch jetzt darum. Der Roboter dreht die ganze Zeit. Arbeiter arbeitet. Connection has been built. Dankeschön. Und neue Gäste kommen an. Und das wären bitte ein paar Arbeiter. Oder ein Ingenieur. Ja, verdammt. Ingenieure sind gut, sie bauen was. Kann man nichts gegen sagen, aber ich bräuchte eher... hier bräuchte ich jemanden hier für die Nahrungsmittelproduktion. Wäre mir gerade wesentlich lieber. Und das Gute ist, wir haben zumindest drei Roboter, die hier gut aushelfen können. Ich glaube,
glaube mit Medium, mit zwei Medium-Batterien sollte ich gut über den Tag kommen, beziehungsweise mit dem Windkraftwerk hier. Es ist nicht das Größte, aber es sorgt dafür, dass die Batterie gut voll wird. Wir haben drei Erz hier. Hier haben wir was. Ja, wir brauchen einfach Biotop hier. Ganz dringend. Wir brauchen jemanden, der sich darum kümmern kann in irgendeiner Art und Weise. Die Frage ist jetzt nur... ein paar Ingenieure, die es machen. Wir könnten natürlich hier noch ein bisschen was raufbauen. Dass wir sagen, hey, erhöhe, verdopple unsere Produktivität doch hier einfach mal. Kann ja nicht schaden, wir brauchen ja bloß Metallbahn. Die produzieren wir ja eigentlich am laufenden Bande. Fürdom ist out of water. Moment, brauchen wir jetzt so viel Wasser schon? Was zum Henker, wie kommt das denn? Das ist das erste Mal, dass mir gerade das Wasser ausgeht. Das ist überhaupt nicht gut. Na, kommst du? Hier war es doch irgendwo. Dankeschön. Einmal ein Gürtel hier rüberbauen. Das kann aber jetzt nicht ganz sein, dass hier das Wasser ausgeht. Ja, ich habe hier was. Nur keine Panik. Hier lässt sich schon was machen. Expansion Reach, was heißt das? You managed to get new colonists to arrive at your base. Das hatten wir schon, dass neue Leute bei uns waren. Oder sind, besser gesagt. Spiel, du bist nicht up to date. So, bitte, wir haben jetzt einen Biologen. Ah, dankeschön. Ein zweiter Biologe, genau das, was ich gebraucht habe. Das brauchen wir gerade nicht. Biotom, ja, ich weiß, kein Wasser. Wir brauchen gerade ziemlich viel. Ich bräuchte einfach nur ein bisschen Metall. Ein kleines bisschen Metall. Das hat gerade hoch Vorrang. Oh Gott. So, jetzt geht's gerade wieder. Oh Gott, das heißt, Overclock ist nicht gut, denn Overclock heißt, dass unsere Pumpen zu viel arbeiten. Und ein Arbeiter hat sich verletzt. Ah, verdammt. Das heißt, wir brauchen noch einen Doktor. Beziehungsweise eine Medizinstation. Das ist ganz und gar nicht gut. Hilfe. Ich könnte gerade rein gar nichts machen, gell? Nein. Es wäre zu schön, um gewesen, um wahr zu sein. Ich bräuchte etwas Metall. Für Metall müssten meine Arbeiter das machen, aber meine guten Arbeiter machen ja nichts. Dankeschön. Metallprozessor. Gemeinsames Gewicht Nummer 2 ist eigentlich auch gefüllt, heißt, ihr könntet rein theoretisch was machen, Jungs. Wenn ich sage, wir könnten rein theoretisch was machen. Ah. Na komm, wir brauchen Metallplatten. Dann ist unser Wasser zumindest wieder in Ordnung. Danach holt man ein Doktorchen. Das ist etwas mit dem Doktor auch wieder in Ordnung. Weil sonst wird das nämlich böse in den. So, schauen wir nochmal. Wie viele Leute haben wir denn eigentlich gerade? 8 Stück und wir haben, glaube ich, Ressourcen von mehr. Arbeiter, okay, gut. Arbeit ist gut, Arbeit ist eigentlich nichts gegen. Ein Arbeiter ist produktiv und haut was in die Produktion hier rein. Carrier Watt, was machst du? Die ist langweilig, wie ich sehe. Dann sollst du am besten irgendetwas Produktives machen. Sandsturm kommt, oh Gott, nein. Sandsturm ist nicht gut. Sandsturm heißt nämlich, dass unsere Solarkollektoren Schaden nehmen. Und unser Windkraftwerk, glaube ich, auch Schaden nimmt. Nein? Okay, nur die Solarkollektoren nehmen Schaden. Ach Gott. Unser anderes, unsere Bevölkerung hier draußen, den könnte es auch an den Kragen gehen auf Dauer. Das ist eben das große Problem bei Naturkatastrophen. Ich meine, hier wäre rein theoretisch eigentlich geschützt, aber in der Praxis,
zieht einfach alles durch. Und warum landest du in einem Sturm? Du warst jetzt gerade extra, bis der Sturm vorbei ist, oder was? Das ist natürlich freundlich. Jetzt hätte ich gedacht, er schmeißt einfach aus dem Stahl wieder, aber nein. Bei der Tourkatastrophen ist der Pilot so freundlich und lässt ihn doch mal ein bisschen drin. Na komm, press das Zeug raus. Der hat keinen abgesetzt? Oder habe ich ihn nur übersehen? Oder ist... Ich habe keinen blassen Schimmer, wen er gerade abgesetzt hat. Aber macht nichts. Stahl ist am Laufen. Funktioniert. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das ist auch soweit funktionabel. Funktionell. Aber dass das Wasser jetzt gar nicht funktioniert hat. Ich glaube, die Maschine hier, die ganze Bewässerung braucht auch ziemlich viel Wasser. Gerade weil ich die größeren Sachen gemacht oder versucht habe zu machen und so. So, bitte. Liebe Roboter. Dankeschön, lieben gerne. So, damit sollte man eigentlich mehr als im Reinen sein. Water Good Consume 2,75 und produziert 9,18. Funktioniert, ihr könnt normal arbeiten. Wenn ihr irgendwas habt, macht das einfach so lange weiter. Wir haben auf jeden Fall genug Erz. Nicht genug Biobasse momentan. Und die Erzlager sind zumindest mal hier voll. Das ist schon mal ein Vorteil. Essen fehlt uns noch etwas. Da müssten wir ein bisschen mehr haben. Aber das lässt sich auch noch so weit regeln. Our stockfoods are very low. Ich weiß. Deswegen müsste man rein theoretisch einen weiteren Biodom bauen. Eigentlich einen richtig großen sogar. Das Problem ist jetzt, das ganze Zeug hier, kann man das irgendwie mitnehmen? Ach, das liegt gerade nur rum. Das ist nicht so gut. Das ist nicht gut, wenn das Zeug einfach nur rumliegt. Können wir nicht einen Lagerraum machen irgendwie? Da wäre einfach perfekt gewesen. Da wäre sowas von perfekt gewesen, aber okay. Da können wir noch andere Sachen hinbauen. 7 auf 7. Machen wir einfach, komm. Egal, verbinden. Wir brauchen Lagerräume. Das ganze Zeug muss ja auch irgendwo schließlich hintransportiert werden. 7 Stück haben wir zumindest mal. Das einzige, was uns fehlt, sind gerade die Stahlbahn. Aber dafür haben wir auch einen Drillroboter, einen Minenarbeiter, wir haben genug Zeugsel. Hilfe, um damit zurechtzukommen. Oh. Ich kann sagen, uns geht der Strom aus, aber wir haben... Oh, vielen lieben Dank. Noch einen weiteren Arbeiter und noch einen Biologen. Biologen sind gerade unsere Lebensretter schlechthin. Was wir noch machen könnten, wäre vielleicht hier, nachdem jetzt doch ein paar mehr sind, weiter das Bett. Ich weiß, es ist nicht das das Beste vom Besten, aber macht nichts. Achso, stimmt, es war ja noch was mit einem Arzt. War es One-Way-Ticket? Yep, das war One-Way-Ticket. Das ist nicht gut. Ein Arzt als One-Way-Ticket. Ah, Gott. Heißt nur eine einzige Verbindung möglich. Keine Mehrfachverbindung. Ja gut, wenn man den wirklich... Ich sag mal lieber, das wird recycelt. Du kommst wirklich wieder hier runter. Na, komm, Mehrfachverbindung, dankeschön. Und dann sagen wir einfach, der Arzt kommt
Dann will ich auf die Seite, sobald das ganze Zeug hier weg ist. Na komm, schiff's nochmal rum. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig und alles, aber... mein Gott. Damit muss man halt momentan leben. Sobald das Lager gebaut ist, bin ich dann nämlich auch wieder zufrieden unterwegs.